So, was geht ab, Habibis? Ich begrüße euch alle recht herzlich zu einer neuen Episode von DayZ. Oder DayZ, DayZ Duck. So, meine lieben Habibis, herzlich willkommen zurück zur Show. Heute machen wir weiter mit unserem strangen Charakter, den ich mir hier gestern... Ja, der mir random zusammengestellt wurde. Und ich kann mittlerweile so viel sagen, so langsam peile ich so ein bisschen, wie dieses ganze Spiel überhaupt funktioniert. Und dementsprechend macht euch auf was gefasst, Habibis. Habubis! Alright, let's go. Könnte natürlich auch sein, dass ich jetzt hier wieder groß auf die Kacke hau. Und es dauert keine 10 Minuten und ich werde gepound, ey, von diesen scheiß untoten Zombies, infizierten untoten Zombies halt eben. Aber egal, wir werden jetzt auf jeden Fall ein paar Ärsche plätten. Also soweit ich mich dran erinnern kann, bin ich gestern in der Bullereistation pennen gegangen, nachdem ich mir da ordentlich Loot geholt habe. Das Problem bei meinen letzten DayZ-Playthroughs, das ist jetzt mein drittes Playthrough, was ich mache. Ich habe das Spiel noch nie gezockt. Das ist jetzt der dritte Tag, wo ich es zocke. Ich wusste am Anfang gar nicht, was hier eigentlich Ambach ist. Oder was ich hier eigentlich machen muss. Aber mittlerweile weiß ich, was ich machen muss. Und das ist gut. So, müssen wir das Headset ein bisschen lauter drehen? Okay. So, jetzt muss ich hier den Sound nochmal ganz kurz anpassen. Ich entschuldige mich recht herzlich. So, dann gucken wir uns doch hier nochmal um. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wie funktioniert das hier eigentlich. Ich meine, es ist ja jetzt ein neuer Tag. Da ja jetzt ein neuer Tag ist, ist jetzt hier auch neuer Loot oder wie ist das? Ist das jetzt einfach so, was ich gestern gelootet habe, ist heute auch weg? Das ist jetzt halt was ich mich jetzt immer noch frage. Ich denke mal, alles, was ich hier gestern gelootet habe, wird jetzt wahrscheinlich auch weg sein, oder? Nee, da ist tatsächlich was ich gestern nicht gefunden habe. Okay, stabil. Das heißt, neuer Tag, neuer Loot, Alter. Das lobe ich mir. Ja, aber das Ding ist wahrscheinlich, man kennt es ja wahrscheinlich, badly damaged, ne? Wo ist das Teil? Hier. Ja, okay, worn. Often used as a sidearm. Uses. Okay, von denen habe ich doch mehr als genug hier, ne? Ja, aber ich glaube, das Ding braucht. Was ist das? Okay. Das Ding braucht ein Magazin, aber ich habe kein Magazin, ne? Ich wähle es jetzt mal aus. Doch. Jetzt will ich aber erstmal ganz kurz was gucken. Ich kann doch das Magazin jetzt hier rausholen. Ja. Jetzt will ich das Magazin nehmen. Empty Magazine. Okay. So. Und jetzt kann ich doch... Ah, Load Magazine. Alles klar. Mir halt echt aufgefallen ist, ich will jetzt hier noch mehr reinmachen, Alter. Click, clack, click, click, clack, 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 click, clack. Okay. So. Jetzt nehme ich mir das Magazin und baller das. Jetzt wähle ich mir die Waffe hier. So. Und jetzt baller ich das Magazin. Nee, das Magazin baller ich jetzt hier rein. Alles klar. Jetzt sind wir fresh. Gut. Okay. Ich weiß, was abgeht. Okay, alles klar. Gut, weiter geht's. So. So wie es aussieht, gibt es hier... Was haben wir hier? Protective Case. Okay. Was bringt mir das? A rugged plastic airtight container. Very durable, used to protect sensitive gear. Aha. Wie groß ist das Ding? Sensitive gear. Okay, das ist jetzt natürlich die Frage... Aha. Das Magazin hier will ich mir gerne noch mitnehmen. Kann ich das Magazin hier mitnehmen? Ich will nicht die Waffe, ich will nur das Magazin. Ah, scheiße, ich habe keinen Platz mehr in meinem Inventory. Das ist doch schon wieder... Ich brauche mehr Platz in meinem Inventory. Ich brauche einen größeren Rucksack. Definitiv. Ich brauche definitiv einen größeren Rucksack. Das ist Schmutz. Schmutz. Okay,
das Walkie-Talkie, das geht jetzt auf jeden Fall erstmal hier ran. Dann habe ich jetzt nämlich hier wieder ein bisschen Platz drin. Okay, jetzt schieben wir das hier hin und das schieben wir jetzt hier hin. Ich muss jetzt hier mal so ein bisschen Management muss ich jetzt hier mal machen. Weil, okay, das Papier, scheiß drauf. So, hier packe ich jetzt noch das Health-Item hin. Nee. So. Nee, das Health-Item packe ich jetzt erstmal hier runter. Oh, mir ist kalt. Mir wird kalt. So, okay. Okay, was ist das hier? Das ist auch... So, braucht man nicht. Okay, die Crowbar brauche ich eigentlich auch nicht. Wie sieht mein Rohr aus? Das Rohr, das ist doch noch fit, oder? Ja, auf jeden Fall. Gut, dann schmeiße ich die Crowbar jetzt weg. So, das Ding hebe ich mir mal noch auf. Das Wasser hebe ich mir auf. Und jetzt kann ich doch eigentlich rein theoretisch mit das Ding hier reinziehen. Nee, kann ich nicht. Aber ich kann das Wasser hier hochschieben. Und jetzt kann ich es hier reinziehen. Okay. Moment. Ach Mist, ey. Das ist doch Schmutz, ey. Ja. Ich würde nämlich gerne das Magazin würde ich gerne haben. Okay. Das Ding schmeißen wir jetzt weg. Oder warte mal, wie ist das? Wie sieht das aus? Worn. Okay, und das ist auch worn. Schmutz. Okay. Dann laden wir jetzt nochmal hier ein bisschen. Hab ich noch Munition dafür? Nee, kacke. Naja, macht nix. Macht nix. Nicht schlimm. Ah. So, das jetzt noch hier hin. Okay, und wir können weitergehen. Gut. Ja, ich weiß nicht. Brauche ich das? Brauche ich das nicht? Pipe, ja. Ja, Crackpipe. So, okay, wir müssen jetzt auf jeden Fall gucken, dass wir nicht zu lange hier rumschlampen. Weil wir frieren. Hunger ist am Start. Deswegen sollten wir gucken, dass wir jetzt ganz schnell wieder weiterlaufen und gucken, wo wir noch was zu futtern herbekommen. So, warte mal, stopp. Lag hier draußen noch irgendwas? Habe ich da irgendwas verpeilt? Nö. Gut. Also, oh, der guten Frau ist kalt. Der guten Frau scheint kalt zu sein. Das ist nicht gut. Schade. Lässt sich hier vielleicht irgendwo noch was Wärmeres zum Anziehen finden? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe hier alles durchgeguckt. Hier lässt sich, oder? Ist hier noch irgendwo was? Nee. Die Sachen sind meistens, was heißt meistens? Die Sachen sind manchmal so versteckt, dass man das halt auch gar nicht wirklich so findet. So, okay. Also so wie es aussieht, ist hier alles Roger. Okay. Dann müssen wir uns jetzt mal umgucken, ob wir irgendwo was Wärmeres für die Frau zum Anziehen finden. Weil es ist nun mal so. Sehr gut. Nehme ich mit. Nehme ich auch mit. So. Aha. Was liegt denn hier alles? Was ist das? Was? Lightweight Butts? Was? Was ist denn ein... Aha! Ist das hier etwa... A lightweight for the shotgun? Ist es die hier? Moment. 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 BK-30... Nee. Das funktioniert nicht. Ich nehme es einfach mal mit. Ich nehme es einfach mal mit. Ja, ich weiß, dass hier kalt ist, gute Frau. Es tut mir auch wirklich sehr, sehr leid. Aber was soll ich machen, gute Frau? So, jetzt nehmen wir... Nee, Moment. So, die nehmen wir jetzt in die Hand und packen sie erstmal aus. Nee, so, hier Doppelklick hier drauf und jetzt auspacken. Okay, dasselbe machen wir jetzt hier mit. Okay, und jetzt haben wir schon wieder gut Munition am Start. Packen wir jetzt hier rein. So. Okay, Munition ist definitiv am Start. So, jetzt will ich aber das Magazin wieder hier oben haben. Ich müsste eigentlich echt mal gucken, ob ich nicht irgendwo... So, die Bratpfanne, die will ich jetzt erstmal hier... Passt die noch hier hin? Passt nett. Scheißdreck. Es muss ja irgendwie auch die Möglichkeit geben, dass man sich ein Haus irgendwo zulegen kann. Und so, jetzt essen wir erstmal was. Es muss ja irgendwie auch die Möglichkeit geben, dass man sich irgendwie ein Haus klar machen kann, wo man Sachen einbunkern kann. Ja, weil man kann ja nicht die ganze Zeit mit dem Scheiß hier durch die Gegend laufen. Das funktioniert ja auf Dauer irgendwie nicht. Wir brauchen auf jeden Fall dickere Klamotten für die Frau.
Suit Pants 20. Okay. Wo kann man sich ein Haus zulegen? Das frage ich mich jetzt gerade. Wie oder wo kann man sich ein Haus zulegen? Es muss ja irgendwie gehen. Ich habe hier schon überall Häuser gesehen, wo überall so Schlösser dranhängen mit so Zahlenkombinationen. Und wenn man versucht, das Schloss zu knacken, fliegt man erstmal dezent in die Luft. Und das bedeutet ja für mich, dass hier irgendwo Chabos sind, ey, die hier irgendwo, ja, hier Häuser haben halt eben. Und da drinnen wahrscheinlich ihren, hier, Dial Combination. Man kann sich wahrscheinlich irgendwo ein Haus klar machen. Aber man braucht da, glaube ich, auch irgendwie, ich weiß es noch nicht so genau. Wie gesagt, das ist der dritte Tag, wo ich das Spiel jetzt zock. Und ich habe sehr viel von dem Ganzen, was hier so abläuft, habe ich noch nicht rausgefunden, wie das eigentlich genau funktioniert. Und dementsprechend kann es durchaus sein, dass ich einiges hier am Verkacken bin. Ich weiß, wie gesagt, zum Beispiel noch nicht, wie man es bewerkstelligt kriegt, dass man ein Haus, also quasi hat, wo man halt auch so mit Sicherheitsmechanismus, wenn irgendjemand einbrechen will, wie ich es schon gemacht habe, dass man dann einfach, dass derjenige, dem das Haus dann halt einfach gehört, dass derjenige dann halt einfach sagt, nee, wird nicht passieren, Bro. Dann fliegt der ganze Scheiß halt eben in die Luft, ne? Kann ich denn nicht auch einfach das Magazin mitnehmen? Das ist halt was, was ich nicht verstehe. Wie ist denn das Ding? Warren. Okay. Ist dieselbe? Ja. Jetzt finde ich auf einmal Hardcore-Waffen, ne? Aber vorher habe ich ein... Oh, shit. Vorher habe ich einen Scheißdreck gefunden, ey. Als ich jetzt gestern und vorgestern gezockt habe, habe ich einen Scheißdreck gefunden. Aber heute finde ich übelsten Shit, ey. Ja, auf, komm her. Komm her. Die Infizierten, die sind eigentlich überhaupt nicht so... Die sind eigentlich überhaupt nicht so ernst zu nehmen. Ja, ich meine, klar, wenn es nicht nötig ist, sollte man sich jetzt nicht von denen anfraggen lassen. Aber, oh, shit, wie zum Beispiel jetzt. Wo habe ich mein Verband... wo ist mein Verbandszeug? Da. Oh, ich blute. Das ist nicht gut. Oh, das ist nicht gut. Ich muss auf jeden Fall gucken, ob ich irgendwo ein Krankenhaus finde. So. Bandage habe ich jetzt so gut wie keine mehr und ich habe schon wieder Hunger. Es scheint abgekühlt zu haben, deswegen scheine ich auch so schnell Hunger zu bekommen, weil es anscheinend so kalt ist. Es kann durchaus sein, dass ich halt zu dünn angezogen bin. Das heißt, wir sollten mal schleunigst gucken, dass wir... Was ist denn mit meinen Klamotten? Die sind doch fresh, oder? Ja, das ist nicht nass. Oh, das ist badly damaged. Oh, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ja, wir sollten auf jeden Fall gucken, dass wir uns neue Klamotten zulegen. Dickere Klamotten auf jeden Fall. Was ist mit dem? Okay. Kommt durchaus mal vor, dass... Okay, was geht bei dir da hinten? Sollte ich mal da in dieses Gebäude gehen? Wir gehen jetzt mal dahin. Wir arbeiten uns jetzt zu diesem Gebäude davor. Und im selben Zug gucken wir, ob wir irgendwo brauchbaren Scheiß finden. Ja. Und wie gesagt, es muss ja irgendwie auch die Möglichkeit geben, dass man sich hier irgendwie so eine Art... eigenes Haus zulegen, ja. Muss es geben, die Möglichkeit. Bin ich mir ziemlich sicher, dass es diese Möglichkeit gibt. Wie gesagt, ich habe schon Häuser gesehen, die waren verbarrikadiert. Ich habe versucht, das Zahlenschloss zu knacken und bumm, hat's gemacht und ich war tot, ey. Also von daher, es gibt die Möglichkeit. Ach. Ja, auf, dann komm her. Hol dir deine Dose Rohr ab, ey. Ja. Weggebasht. Also die Melee-Weapons in diesem Spiel sind ja teilweise schon echt nicht schlecht. Ne? Also der Vorschlaghammer, der war zum Beispiel ein Man's Suit Jacket. Braucht man nicht. Okay, was haben wir hier? Liegt hier noch irgendwo was rum? Die Sachen sind halt teilweise echt krass versteckt. Da ist halt so ein Revolver. Weiß nicht. Soll ich nicht? Der ist halt noch echt gut. Ne? Was lädt denn der? 3, 5, 7 na, Rounds. Hab ich nicht. Nee, hab ich nicht. Mir ist kalt. Ich brauche dickere Klamotten. Ich brauche definitiv dickere Klamotten, ey. Aber wie gesagt, wenn wir frieren, kriegen wir schneller Hunger. Wenn wir schneller Hunger kriegen,
verballern wir schneller unsere Lebensmittel, die wir gelootet haben. Cereals, Woman's Suit Jacket. Okay, dann fratze ich jetzt erstmal die Cereals hier. Ja, hier, gönn dir deine Cinni Minis oder deine Kellogg Smacks oder deine Frosties oder deine Schoko, wie hießen die? Schoko, keine Ahnung. Schoko, wie hießen die Dinger nochmal mit dem Affen drauf? Schokobo? Nee, was? Schokobo? Schokobo ist Final Fantasy. Keine Ahnung, ey. Ich hab am liebsten immer die Fruity Loops gegessen damals, als ich klein war, ey. Weil waren ja sehr gesund, ne? Waren ja fruchtig, ne? Also sehr gesund. So, okay. Was geht denn hier drin ab? Das hier sieht mir so ein bisschen nach Don't Open Dead Inside aus. So, was haben wir hier? Aha. Nothing. Ah, da haben wir doch dickere Jacke haben wir ja. 30. Okay. Okay, aber die hält wärmer, oder? Highly puffed, protects from cold very well. Okay. Good. Alles klar. Gut, dann weg damit. Anziehen diese. Und alles wieder mitnehmen, liebe Frau. Wir lassen hier nichts zurück. Wir lassen hier nichts zurück. Wo hatten die das jetzt eigentlich alles hin, ey? Ist denn das jetzt alles? What the hell? Wo ist meine Knarre? Ich hatte doch deutlich mehr, oder? Wo ist der ganze Kram jetzt? Moment. Ist denn der ganze Scheiß? Ich hatte doch eben noch deutlich mehr, oder? Aber ich hab's alles mitgenommen, oder? Da sind meine Shotgun-Shells, da ist meine ganze Munition. Ich hatte doch aber noch mehr Munition, Alter. Wo ist denn die ganze Munition jetzt auf einmal hin? Ich hatte deutlich mehr Munition, hallo? Das kann ja jetzt nicht sein, oder? Das ist jetzt halt zum Beispiel was ich noch nicht so ganz gecheckt habe in dem Spiel. Gut. Wo ist jetzt meine Gun? Die ist hier. Okay. Ich habe keinen Gürtel, gell? Okay. Ey, ich hatte deutlich mehr Munition. Wo ist die? Warum ist es in der Frying Pan? Okay, gut, dann ist es halt in der Frying Pan drin. Will ich aber ungerne, will ich das jetzt in der Bratpfanne. Ich hab mir schon gedacht, Alter, dass da irgendwas... Aber kann ich die ganzen Kugeln nicht miteinander kombinieren? Ja, doch, natürlich kann ich das, ey. 25, okay. Ich hab's mir doch schon gedacht, ey. Okay, alles klar, gut. Ja, das sind halt alles so Sachen, die muss ich jetzt halt erst noch herausfinden. Da bin ich halt noch nicht so gut informed drin, sag ich's mal so. So, hier, das ist alles hier hin. Okay, gut, alles klar. Gut. Keine Ahnung, warum der Scheiß in der Frying Pan drin ist, aber gut. Wie dem auch sei. So, die Frying Pan würde ich jetzt gerne hier hinpacken. Okay, gut, alles klar. So, dickere Jacke, wichtig. Alles klar, stabil, weiter geht's. Ist hier noch irgendwo irgendwas gebunkert? Das ist ein komischer Scheiß, ey. Liegt der Scheiß einfach in der Bratpfanne drin. Ja, macht viel, viel Sinn in meiner Welt. So, von da kommen wir. Wir gucken jetzt erst nochmal, was in diesem Shack hier drin abgeht. Aha. Was ist das? Was ist das? Aha. Das könnte ich. Made from reinforced fiber mesh. Can be hung from the belt. Ich brauche einen Gürtel. Also ein Gürtel wäre schon echt nice. Ich habe hier bis jetzt aber halt irgendwie noch gar kein Bekleidungsgeschäft gefunden oder sowas in der Richtung. Ich habe Polizei habe ich gefunden. Polizei habe ich gefunden. Feuerwehr habe ich gefunden. Krankenhaus habe ich gefunden. Aber ich habe noch keinerlei irgendwie Bekleidungsgeschäft oder so gefunden. Ich habe noch keinerlei Bekleidungsgeschäft gefunden. Aha. Ey, was geht denn bei dir? Friss Eisenstange, Bro. Am Arsch. Was hast du dabei? Penner Cappy. Okay, wollen wir nicht. So, okay, also. Temperatur ist... Naja, da ist noch ein bisschen Luft nach oben bei der Temperatur. Was haben wir hier liegen? Was ist das? Steak Knife. Okay. Was ist das hier? Liegt da unten was? Das ist einfach nur das Gras, was durch den Kleiderschrank backt. Okay, alles klar. So, dann gehen wir...
Fernglas wäre. Hier war ich doch schon drin, oder? Türen sind offen, das heißt, ja, hier war ich schon. Okay, wir gehen jetzt mal darüber. Da drüben ist die Feuerwehr, okay, Stacheldraht. Ist halt auch so eine Sache, über Stacheldraht springt sie drüber, ohne irgendwie sich zu verletzen, aber wenn ich die Leiter runterrutsche, reißt sie sich die Hände auf, ey. Naja. Also, was ich mich halt frage, ist halt, was haben wir hier? Was? Was ist das? Was ist das hier? The stick of hand mixable reinforced allows for quick and easy repairing of hard surfaces. Ach, ich weiß halt, es gibt halt so viele verdammte Items, dass ich halt teilweise echt überhaupt nicht mehr durchblick, was ist denn hier eigentlich für was, ey. Ich habe gestern auf jeden Fall rausgefunden, wie man einen Gaskocher kombiniert, also hier, sag schon, Gaskartusche und Aufsatz und wie man dann hier sich schön was kocht. Okay, Munition, nice. Das kann ich auf jeden Fall mit denen hier kombinieren, stark. So, okay, und jetzt habe ich hier halt immer noch Shotgun-Shells. Alter, ich habe echt, mittlerweile habe ich echt so viel Munition, dass ich gar nicht mehr weiß, wohin mit der ganzen Munition. Und ich würde das halt auch echt gern mal irgendwo zwischenlagern, wo ich halt aber auch weiß, dass es mir nicht verloren geht. Oder dass es nicht gerippt werden kann oder wie auch immer. Das ist halt so eine Sache, wo kann man hier was verstecken? Ich könnte es ja nur hier drin jetzt verstecken. Ich kann ja irgendwie keine Schränke öffnen, ne? Das ist halt was, was ich halt tatsächlich noch nicht so gecheckt habe in dem Game. Aber egal, ich habe sehr vieles in dem Game noch nicht gecheckt und da wird wahrscheinlich auch noch viel mehr dazu kommen. Ja. Ich hoffe, dass ich jetzt niemanden feindlich in... Oh, hier ist jemand am Rumballern. Ich habe jemanden rumballern gehört. Das bedeutet Shoddy Zeit. Okay, was haben wir denn hier unten? Skimaske. Gönn ich mir. Alter, jawohl, sogar ein Pink. Nice. Okay. Okay, wenn ich mit jemandem reden will, muss ich das hier gedrückt halten. Okay, hoffentlich hört der oder diejenige mich auch. Weil, wie gesagt, die Infizierten sind ja nicht... das einzige. Powdered Milk stabil, nehme ich mit. Das kann ich mit Wasser mischen, kann ich das, oder? It has a remarkably long shelf life. And it's very nutritious. It can also be eaten, but somewhat dehydrating. Ich glaube, das muss ich mit Wasser muss ich das mischen, weil Milch habe ich noch nicht gefunden. Ach, habe ich nicht eine schöne Skimaske an? Ja, das ist doch schön. Schön ladylike, ja, weil wir haben ja einen Lady-Character zusammengestellt bekommen und deswegen haben wir auch ladylike, haben wir auch eine Skimaske an, ne? Ich würde halt echt gerne mal wissen, ich habe mir gestern mal so ein kleines, in Anführungszeichen, Tutorial angeschaut, ja. Weil ich ja mal interessiert war, was in dem Spiel alles so möglich ist, ja. Und der Typ, der gezockt hat, ey, was ist das hier? Alcoholic Tincture. Mitnehmen. Alles mitnehmen. Ja, okay, so langsam ist unser Inventar voll. Aber macht nichts. Fratzen jetzt erstmal was. Dann wird das Inventar wieder ein bisschen näher. Ah, wie gesagt, ich habe mir gestern so ein kleines Tutorial angeguckt von so einem Johnny, der da halt gezockt hat. Was der alles für ein Shit gehabt hat, Alter. Nachtsichtgerät, dicker Army-Rucksack, alles, was Herz begehrt hat. Okay, in dem Hotel war ich schon gewesen. Und wie gesagt, Nachtsichtgerät, dicken Kampfhelm angehabt. Also der Typ, der war auf jeden Fall stabil dabei, sagen wir es mal so, ja. Und da denke ich mir halt einfach, ey, da muss es ja, wie ist das, findet man, je länger man am Leben bleibt, findet man da umso geileren Shit oder wie ist das da gemanagt? Ey, ist es halt einfach pures Zufallsprinzip, was man findet? Oder ist es halt auch wirklich so drauf ausgelegt, dass je länger du überlebst, desto geileren Shit findest du? Das ist halt was, was ich mich jetzt halt frage. Und dementsprechend, ja. So, gucken wir uns doch mal hier unten noch ein bisschen um. Was haben wir denn hier? Kitchen Knife. Okay. Kann ich das Kitchen Knife... Ah, das Kitchen Knife geht automatisch hier rein. Stark, stark. Okay, alles klar. Jetzt bräuchte ich einen Gürtel. Einen Gürtel bräuchte ich jetzt. Ah. Und ich habe hier draußen vorhin Schüsse gehört. Ne? Ich habe hier draußen vorhin... Was haben wir hier? Duct Tape.
Ich habe hier draußen vorhin Schüsse gehört. Das bedeutet, dass hier irgendwo so ein Kollege unterwegs ist. Ja? So, haben wir hier Denim Shorts. Was habe ich eigentlich für eine Hose? Wie sieht meine Hose eigentlich aus? Die ist worn. Okay, worn. Ich brauche auf jeden Fall einen neuen Rucksack. Mein Rucksack ist schon fast am Arsch. Wäre halt cool, wenn ich Russisch könnte, ne? Aber kann ich halt leider nicht. Mit Ach und Krach krieg ich Englisch hin, ne? Aber okay, Baseball-Bat. Was haben wir hier? Auch noch so eine kleine Newbie-Pistol, die nehme ich mir auch auf jeden Fall mal mit. Schnell so eine James-Bond-Knarre, die mal schnell so aus dem Ärmel rausrutscht, ne? Oder nee, was, wie hieß der Film? Taxi Driver, gell? Bei Taxi Driver war das, ne? Raincoat. Was hat denn der? Der hat 20 und meine hat 30. Okay, hier haben wir noch ein paar Cereals. Die gönne ich mir und... Okay, wo hat die das jetzt hingepackt? Wo hat die das jetzt hingepackt? In die Bratpfanne? Hast du es in die Bratpfanne gepackt? Hast du. Ja, hast du es in die Bratpfanne gepackt, ja? Ja, gut. Ich meine, warum nicht? Wir müssen halt echt immer gucken, dass wir genügend fratzen, ja? Weil, wir sind im Kalten unterwegs. Und es scheint wohl tatsächlich so zu sein, wenn wir im Kalten unterwegs sind, kriegen wir halt schneller Hunger, ne? Ich frage mich halt auch, ob es irgendwie halt auch die Möglichkeit gibt. Okay, hier ist, den habe ich gekillt, ja? Ich frage mich halt auch irgendwie, ob es die Möglichkeit gibt, dass man. Ja, auf, komm her, mir ist gerade ein bisschen nach Schlägen. Auf, ja. Boom, 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 Alter, hier. Metallrohr regelt, Alter. Ich frage mich halt auch irgendwie, ob es so eine Regelung gibt, dass man sich halt einfach das. Ich weiß nicht, können Player sich einfach killen, wie sie lustig sind? Oder ist es so ein bisschen World of Warcraft-Prinzip, dass man sich quasi erst zu einem Battle einigen muss? Das weiß ich, das würde mich halt echt mal gerne interessieren, weil ich sag ganz ehrlich, wenn jetzt hier irgend so ein Spasti um die Ecke kommt und mich killt, dann wäre ich schon pissed. Dann wäre ich auf jeden Fall pissed, weil jetzt habe ich so langsam ein bisschen das Spielprinzip verstanden, um was es geht, wo es halt wirklich drauf ankommt. Wenn da jetzt halt einfach so ein Spasti um die Ecke kommt und meint, ey, boom, dann wäre ich auf jeden Fall pissed. Ist das ein Zombie? Oh ja. Ja, aber eine frische Bomberjacke an, Alter. Hast du was dabei? Oh ja, du hast Coke dabei. Coke. Nice. Oh shit, mein Inventar wird zu langsam voll. Okay. Weißt du was? So eine Coke gönnen wir uns jetzt einfach mal. Wir müssen immer schön hydriert bleiben, liebe Leute. Deswegen gönnt euch ab und zu mal einen Schluck Coke. Und wenn ihr irgendwas aus der Dose trinkt oder so, könnt ihr auch hundertprozentig sicher sein, dass es nicht irgendwie vergiftet ist oder so. So, da ist die Bullerei. Okay, da war es schon gewesen. Okay, dann bewege ich mich jetzt abseits von der Bullerei, weil die Bullerei ist in den meisten Fällen immer Anlaufstelle von den Leuten, weil die genau wissen, da gibt's... Oh, hey, hello! Die Bullerei ist immer die Anlaufstelle von den Leuten, weil die genau wissen, was hast du dabei? Oh, was ist das hier? Plastic Bottle, okay. Krieg ich die noch hier rein? Ja. Water. It can contain various liquids. Also mir ist es schon passiert, dass ich so ein scheiß Wasser getrunken habe aus der Flasche und es hat mich direkt vergiftet. Ja, ich bin froh, dass mir das jetzt noch nicht passiert ist, weil die letzten paar Mal mit meinen ersten Charakteren, die ich mir angelegt habe, bin ich halt einfach verreckt, weil ich halt kontaminiertes Wasser gesoffen habe und mir die Seele aus dem Leib gekotzt habe im Prinzip. Dementsprechend, wir wollen nicht, dass das wieder passiert, zumal ich jetzt schon halt wirklich ziemlich, ja, für meine Verhältnisse lange am Leben bin, ja. Und dementsprechend, ich trinke nur, ey, was bist du denn für eine Behinderte, Alter? Du sollst doch da einfach runterlaufen und nicht runterfallen, ey. Unnötig Leben verlieren, ey. So haben wir es gerne. Auf jeden Fall, wenn durstig, dann gibt's nur Shit aus der Dose, ey. So. Wenn hier irgendeiner vorbeikommt und meint, er müsste mit mir jetzt hier Stress machen, dann versuche ich, bin auf jeden Fall nicht auf Kriegsfuß mit den anderen Leuten hier. Ich kann denen auch sogar, wenn sie wollen, was zu trinken anbieten. Alles cool. Oder was sie halt eben brauchen. Aber wenn halt einer meint, er müsste mir blöd kommen, dann pack ich die Shoddy aus, ey, und dann pumpe ich deren Arsch voll mit Blei, Alter. Ist mir auch scheißegal. So, was haben wir denn hier? Kitchen Knife.
Okay, was ist mit dem Kitchen Knife, was hier drin ist? Okay, wie kann ich das jetzt hier... Okay, das Kitchen Knife ist gut. Okay, alles klar. Nein, hat schon erledigt. Gut. Assault Boots. Ja, das lobe ich mir, Alter. So, weg. Anziehen. Bei den Boots sehe ich sogar, dass man da ein kleines Messer irgendwie... Wo ist... Hier. Kann ich das da unten hinmachen? Knife. Nee, kann ich nicht. Was ist jetzt, wenn ich das jetzt hier nehme? Und das Messer, kann ich das... Jawohl, Alter. Jetzt habe ich ein Messer im Stiefel, Alter. Stark, Alter, stark. Okay, das heißt, dass ich das Ding ja eigentlich nicht mehr brauche, oder? Aber am Gürtel wäre es halt auch fresh, ne? Ich behalte es einfach mal. Ich kann ja das Messer da reinstecken. So, was haben wir hier? Pimmelgewehr, okay. Das ist ein Pimmelgewehr. Ja. Sporter 22. Aber da ist sogar schon ein Magazin dabei, ne? Ja, aber mein Inventar ist leider voll. Mein Inventar ist leider voll, deswegen scheiß drauf. So, weiter geht's. Okay, da oben war ich gewesen. Weiter geht's. Okay, hier drüben, wenn man hier so... Ey, Baby. Oh, du hast einen neuen Rucksack. Du hast einen neuen Rucksack am Start. Den hätte ich gerne. Den Rucksack hätte ich gerne, bitte. Danke. Oh, bist du eine Prostitute? Bist du Prostitute? Oh, der ist ruiniert, der Rucksack. Hm, schlecht. Okay, hier sieht es mir auf jeden Fall so ein bisschen nach Army-Shit aus, ey. Vielleicht finden wir hier irgendeinen brauchbaren Scheiß. Was haben wir denn hier? Denim-Shorts. Okay, was haben wir hier? Oh, eine rosane Baseball-Cappy. Ja, würde ich ja eigentlich zu gerne nehmen, aber ich habe schon meine schöne rosane Skimaske. So, hier geht, ging auf jeden Fall... Oh, 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 was ist denn da? Eine Knarre. Mit... Aha. Combat Helmet. Ja, nehme ich. Ja. Combat Helmet. Zigidizack. Stark, Alter. Okay. Was haben wir hier? Noch ein Magazin. Würde ich auch gerne nehmen. Dankeschön. So. Was habe ich denn jetzt hier? In der Bratpfanne liegt es drin, gell? Knarre liegt in der Bratpfanne drin, gell? Okay, badly damaged. Ja, dann kann ich die ja eigentlich direkt wieder entsorgen. Gut. Dankeschön. Was ist das für ein Magazin? Detachable Box Magazine for Cold 1911. Naja. Ist aber leider kaputt, Bro. Was wird da reingeladen? 45 ACP. Hab ich nicht. Hab ich nicht. Schade. Naja, macht nichts. So, Bratpfanne kannst du wieder wegstecken. Alles cool. Ja, ich hab mir schon irgendwie gedacht, hier geht so Army-Shit ab, ey. Und so, hier sind so Zelte aufgebaut und so. Oh. Hier sind so Zelte überall. Hier sind überall so komische Zelte. Und es sieht mir halt so nach Army-Shit hier aus. Deswegen wusste ich, dass es hier auch irgendwas in der Richtung zu holen gibt. Ja. So, ich brauche auf jeden Fall einen neuen Rucksack. Was haben wir hier? Oh, 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 oh! Du dumme Foot, ey. Verpiss dich, verpiss dich. Oh, der war... Oh. Wo bist du denn hin? Hallo? Liegst du etwa hier oben? Ja, oh, wie bist du denn hier hochgekommen? Hab ich dich so hart aus dem Orbit gebasht, oder was? Ja, okay. Was mich halt so ein bisschen immer in, sag ich mal, in Panik versetzt, ist halt, es gibt halt, wie gesagt, auch feindliche Spieler in diesem Spiel. Und es kann durchaus sein, dass irgendwo hier irgendein Spaddy mit dem Scharfschützengewehr rumpennert, ey, und, ja, auf den perfekten Shot wartet, ey, aber den biete ich dir nicht. Den biete ich dir nicht, Alter. Never ever, ey. Ich brauche auf jeden Fall neuen... Was haben wir hier? Was ist das? Badly damaged. Ja, da findet man schon mal Waffen. Und was ist mit denen? Die sind zum größten Teil badly damaged. Ja. Toll. Ganz toll. Ganz großes Kino. So. Gut. Dann gucken wir mal weiter. Ja. So, was haben wir denn hier so? Okay. Da ist ein Zombie. So. Das Problem ist halt echt, ich weiß halt echt nie, wo war ich noch nicht, weil halt alles so fucking gleich aussieht hier.
Ich brauche auf jeden Fall einen neuen Rucksack. Ich brauche definitiv einen neuen Rucksack. Und es wäre wirklich geil, wenn ich mal einen finden würde. Einen größeren vor allem. Einen größeren Rucksack bräuchte ich. Oder wenn ich mal einen anderen Spieler... Hella. Wenn ich mal einen anderen Spieler finden würde, könnte ich den ja fragen. Hier, Kollege, hast du vielleicht einen größeren Rucksack für mich? Was ist hier? Leider. Okay, ich habe ein Feuerzeug. Meins ist voller. Okay. Was ist das? Motorradhelm. Fuck it. Okay. Ging's hier noch nach oben? Nee. Gut. Ich bin am Überlegen. Ich guck mir jetzt erst nochmal das. Ich guck mir jetzt erst nochmal dieses Shack hier an. Okay. Dann gehe ich jetzt nochmal hier in das Haus rein und dann gehe ich mal. Da vorne in das Haus will ich auch noch rein. Und in das auch. Ach, Kacke, ey. Mist, ey. Okay. Open. Yo. Solange die Türen nicht verbarrikadiert. Was haben wir hier? Shirt. Nee, Schmutz. Wollen wir nicht. Brauchen wir nicht. So, was geht hier drin ab? Hallo? Was haben wir hier? Flat Cap. Okay. Brauchen wir nicht. Was geht hier? Nothing. Ich höre da unten Untote. Macht nichts. So, okay. Jetzt gehe ich erst noch in das Haus rein und dann in das. Und dann gehe ich mal hier hoch. Okay, das ist jetzt schon wieder so ein bisschen wohngegenmäßig halt eben. So, was haben wir hier? Was ist das? A classic hat. Ja. Drauf geschissen, ich hab meinen Combat Helm. Was ist hier? Tracksuit Jacket. Ich brauch was mit mehr als 30 und ich brauch definitiv einen neuen Rucksack. Ey, ich brauch einen neuen Rucksack, weil meine langsam die Treppe runterlaufen. Langsam die Treppe runterlaufen. Ich brauch definitiv einen neuen Rucksack, weil meine ist schon extrem hart am Arsch. Und Prostitute. Ein neuer Rucksack wäre halt wirklich stark, ey. Also hier rennen manchmal Untote rum, die haben einen Rucksack. Ah. Das ist auf jeden Fall eine Prostituierte, ey. Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt, ey. Guckt doch mal, wie die hier rumläuft, ey. Das ist auf jeden Fall Zombie Prostitute. Und, ja. Also wie gesagt, manchmal kommt es vor, dass Zombies mit Rucksäcken hier rumlaufen. Und wenn ihr die dann killt, dann könnt ihr denen natürlich den Rucksack abnehmen. Ist, was haben wir hier? Eine Taschenlampe. Ich hab eine Taschenlampe, oder? Ich würde die Taschenlampe gerne mitnehmen, aber wo? Ah, okay. So, da haben wir ein Kleidchen. Brauchen wir nicht. Ach, die Taschenlampe würde ich gerne mitnehmen, aber ich habe ja noch diesen... Kann ich hier irgendwo eine Taschenlampe anbringen? Nee, walkie-talkie, okay. Medium range, two-way personal radio with a frequency switch. Requires a battery to operate. Ah, okay, dafür ist hier unten dieser Battery-Slot. Okay, ist in der Taschenlampe vielleicht eine Batterie drin, ne? Ja. Nö. Wieso auch? So. Ah, die hätten irgendwie mal... Die hätten irgendwie mal ersichtlich machen müssen, was hier ein verficktes Bekleidungsgeschäft ist. Dass man genau weiß, ah, okay, hier gibt's Klamotten. Könnte eventuell sein, dass es hier auch Rucksäcke gibt. Das hätten sie mal ein bisschen deutlicher machen können. Aber gut, an dem Spiel wird ja, soweit ich das mitbekommen habe, wird, an dem, was haben wir hier? Eine Zucchini. Ja, die sieht aber schon hart vergammelt aus. Oh ja. Ja, die kannst du selbst fressen, danke. Soweit ich das aber mitgekriegt habe, wird an dem Spiel täglich, werden an dem Spiel neue Änderungen vorgenommen. Und was meines Erachtens nach auch eine sehr große und gute Änderung wäre, ist, wenn man mal, hier, sag schon, Schränke und den ganzen Scheiß öffnen könnte. Schränke, alles was Schubladen hat oder so. Also rumballern kann man in dem Spiel definitiv. Was ist das? Noch ein Kompass. Na, ich hab doch einen Kompass. Brauch ich doch keine zwei. So, hier scheint nichts zu gehen, oder? Nee. Was wollte ich jetzt gerade sagen? Warte mal. Moment. Ich kann doch in dem Fall... Nee, kann ich nicht. Ja, was ich halt feiern würde, wäre, wenn man halt so ein bisschen mehr... Ja, so ein bisschen mehr, wie gesagt, so ein bisschen mehr looten kann halt eben, weil man kann eigentlich nur das looten, was in den Häusern rumliegt. Man kann jetzt nicht irgendwie irgendwelche
Schränke oder Schubladen oder so aufmachen, das funktioniert irgendwie nicht. Oder Mülltonnen und so. Das funktioniert nicht. Und ja, finde ich halt ein bisschen schade. Ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, wie das jetzt hier ist. Wo kann ich jetzt zum Beispiel Sachen ablegen? Das ist jetzt zum Beispiel was ich noch nicht so gecheckt habe. Gibt es hier irgendwie eine Möglichkeit, wenn ich ein Haus habe, dass ich hier drinnen Sachen von mir ablegen kann? Oder werden mir die gerippt? Ja, komm. Sterb. Was hast du dabei? Du hast Wasser dabei. Ich habe aber genug Wasser. Und ich kann auch leider nichts mehr in meinem Inventory mitnehmen. Und das ist halt genau das, was ich meine, ne? Fresse mir erstmal was. Das ist halt auch genau das, was ich meine. Was ist jetzt, wenn ich jetzt hier in diesem Haus Sachen auf den Boden lege? Und dann bleiben die dann auch dort oder verschwinden die dann? Das ist halt so Sachen, das würde ich halt mal gerne wissen, weil bevor ich jetzt hier irgendwie mega geiles Zeug auf den Boden lege, und es ist dann halt weg, weil ich. Aha! Aha, du bist ja flink, Alter. Du bist ja flink. Ich würde dich gerne erschießen, aber wenn ich dich erschieße, kann es durchaus sein, dass dadurch ein paar von deinen Kollegen. Ah, du bist stark, ey. Wenn ich dich erschieße, kann es durchaus sein, dass deine Kollegen dadurch angelockt werden und das wollen wir nicht. So, hier waren wir gewesen. Von da sind wir gekommen. Dann gehen wir jetzt mal in die Richtung hier. Ich bin halt immer noch auf der Suche nach. Ja, schön gegen das Mikro gekommen, jawohl. Ich bin halt immer noch auf der Suche nach einem neuen Rucksack und. Oh, sorry, mir juckt gerade die Nase. Ich bin halt immer noch auf der Suche nach einem neuen Rucksack und. Hier war ich wohl schon drin, oder? Ja, hier war ich schon drin. Oder? War ich hier schon drin? Was ist das hier? Oh, stark. Okay, gut. Hab ich das Ding jetzt eigentlich noch dabei? Hab ich. Ja. Gut, Belt. Okay, dann packen wir jetzt das Ding da dran. Und. Das Messer packen wir jetzt da rein. Sehe ich das eigentlich? Ja, ich sehe, dass ich den Gürtel habe. Okay. Das geht jetzt natürlich nicht. Pistolenholster habe ich noch nicht gefunden. Okay, den Cleaver. Wofür brauche ich den? Crackbow. Okay, das ist zum Schlachten halt eben. Ne? Das sind. Den Kompass, den benutze ich eh nicht. Aufgeschissen. So. Ich werde jetzt hier erstmal ein bisschen Ordnung schaffen, soweit mir das möglich ist. Ja, da wird es halt schon wieder eng, ne? Wieso ist die Dose so und die ist so? Kann ich das irgendwie ändern? Funktioniert das? Das geht nicht, gell? Naja, dann guck ich mal, dass ich so weit. Was ist das hier? Ach, komm. Drauf geschissen. So, das hier hin. Den Dosenöffner, um Gottes Willen, Alter. Schmeiß den bloß nicht weg, ey. Schmeiß den Dosenöffner bloß nicht weg. Aber das Cleaver, das werde ich jetzt mal in die Bratpfanne. Kann ich den Cleaver in die Bratpfanne legen? Müsste eigentlich gehen, oder? Da ist noch ein Messer in der Bratpfanne drin. Ja, weg mit dem Messer und den Cleaver, den packe ich jetzt in die Bratpfanne. Das funktioniert doch. Okay, alles klar. Ja, man muss sich halt ab und zu muss man halt auch ein bisschen, sag schon. Das will ich ein bisschen weiter nach oben. Jacke, Hose, Rucksack, Gürtel. Okay, alles klar. Okay. So, weiter geht's. Pistolenholster, das ist jetzt natürlich eine gute Frage. Findet man ein Pistolenholster? Muss man sich den selber bauen? Wie ist das genau? So, weiter geht's in die Richtung, alles klar. So, gucken wir mal, was hier drinnen abgeht. Was haben wir hier? Sewing Kit. Okay, das ist vielleicht ganz gut. Da steht nämlich auch, comes in handy for patching both clothes and people's wounds. Okay, das ist halt nicht schlecht, wenn ich halt eine blutende Wunde habe und ich habe keine Verbände mehr. Ich frage mich jetzt halt gerade, inwieweit man dann halt auch noch so ein Shit machen muss, wie mit Alkohol die Wunde desinfizieren und so. Also, ich habe schon gemerkt, dass das Spiel. Was ist das hier? Tarp. Folded pieces of tarp. A useful resource for repairing textile constructions or even building waterproof shelters. Ja, Gott, ey. Also, das Spiel ist definitiv sehr, sehr komplex. Sehr komplex. Es macht auf jeden Fall. Was ist mit meinem Rohr? Das ist noch fresh, okay.
Es macht sehr viel Spaß, das Spiel. Es ist halt wirklich mal so ein Spiel, wo ich halt auch mal wieder so richtig Bock drauf habe. Ja. Aber es ist halt, wie erwähnt, sehr, sehr, sehr komplex. Sehr komplex. Gibt wahrscheinlich unendlich Möglichkeiten, was du hier... Aha. Was ist das hier? Single Shot Break Action Hunting Rifle. Designed with simplicity, built to last. Von denen habe ich, glaube ich, genug, oder? Ja, das ist das hier, oder? Ja, 93. 39, okay. Da kann man Dings und Schalldämpfer drauf machen. Ja, ich hab so viele Waffen, ey. Nee. Also ich würde die Shotgun nur gegen eine, wie heißt die, Mosin Nagant? Oder wie die heißt? Mosin Nagant oder wie das heißt? Dagegen würde ich die Shotgun eintauschen, ja. Aber jetzt will ich auf jeden Fall die Shotgun behalten. Weil die hat schon einen ordentlichen Rums, ey, die Shoddy. So, was geht hier? Aha, hier haben wir eine Dose Coke. Nehmen wir mit. So, ich brauche immer noch einen besseren Rucksack. Was haben wir hier? Denim Skirt. Nothing. Stopp. Nothing. Hessische Bettwäsche. Whoops. Okay, gut, alles klar. Ist halt auch so eine Sache. Hier hängt ein Erste-Hilfe-Schrank. Warum kann ich den nicht aufmachen, so Fallout-mäßig, und gucken, ob da Stimpacks drin sind? Nee, Spaß. Und gucken, ob da Erste-Hilfe-Sachen drin sind. Wieso geht das nicht? Ist halt was ich nicht verstehe. Wenn ihr schon... Hier war ich auch schon... Was ist das? Xmas Lights, ja, gönn dir. Ja, obwohl, Weihnachten steht ja eigentlich schon fast vor der Tür, von daher... Wenn ihr Leute mir ein Weihnachtsgeschenk vorzeitig machen wollt, subscribed auf meinem YouTube-Channel oder folgt mir auf Twitch. Das wäre auf jeden Fall ein schönes Geschenk, ein schönes vorweihnachtliches Geschenk für mich. So, wir werden uns jetzt hier auf jeden Fall noch ein bisschen umgucken. Das wird so eine kleine Looting-Tour. Also dieses Video, was jetzt gleich zu Ende geht. Was haben wir denn hier? Ein Can-Opener. Okay, hab ich schon. Aber meiner ist, ja, der ist fresh. Okay. Das hier wird jetzt auf jeden Fall so eine kleine Hoodie. Badly damaged. Brauchen wir nicht, wollen wir nicht. Okay. Das wird auf jeden Fall so eine kleine Looting-Tour. Ist das eigentlich noch so eine Hütte, die nebendran steht, wo man auch rein kann? Nö. Das wird auf jeden Fall so eine kleine Looting-Tour heute. Weil, ja. Okay, was geht denn da hinten ab? Laufen wir dann dahin? Das hebe ich mir dann fürs nächste Video auf. Okay, alles klar. So, dann gucken wir uns nochmal hier ein bisschen um. Also, wie gesagt, ich brauche auf jeden Fall definitiv auf allerjetzten zu 100% neuen Rucksack. Da führt mal gar kein Weg dran vorbei. Ja? Ist hier nichts drin oder ist hier wieder so versteckt, dass man es einfach nicht findet? Geht's hier noch nach oben irgendwo? Nee. Okay. Wollte ich sagen, aber hier ist ein Shack. Was geht hier drin? Nothing. Okay, war ich da hinten schon? Das sind halt so Sachen. Ich weiß nicht, war ich da schon? War ich da noch nicht? Ja, wir gehen einfach mal. So, also wie schon... Nee, hier war ich doch schon gewesen, oder? Ja, doch, da war ich schon. Okay, da war ich schon. Also ich glaube, ich war hier jetzt überall drin. Gut, okay. Da werde ich mal gucken, was da hinten so abgeht. Ich bin ja eigentlich lieber in der Stadt. Ja, ich bin ja eigentlich lieber in der Stadt, weil in der Stadt weißt du genau, du kannst dich vor anderen Spackos besser verstecken. Aber mal sehen, was da hinten so abgeht. Ein Fernglas hätte ich zum Beispiel auch gern. Okay, kann ich drüber klettern. Dann mache ich das jetzt nämlich erstmal. So. Ich hätte halt echt gern ein Fernglas, um zu sehen, sind da irgendwo Gegner in der Nähe. Ja. Mein Rucksack ist leider badly damaged. Ruined. Okay, was heißt ruined? Ich kann aber immer noch Zeug mitnehmen. Okay. Geht der eigentlich kaputt nach einer gewissen Zeit? Oder wie ist das? So, kletter mal hier rüber. Okay. Gucken wir uns mal hier ein bisschen um. Das ist halt natürlich ein perfekter Sniper-Spot hier, ne? Kannst du reingehen. Kannst du wahrscheinlich hochklettern. Was liegt da? Kannst du hochklettern? Kannst du nicht hochklettern? Okay, alles klar. Aber es wäre halt der perfekte Sniper... Oder... Oha, was ist denn da, Alter? Da gehen wir jetzt als nächstes hin, Alter. Okay. Checken jetzt erstmal aus, was hier so geht.
Die Tür ist offen. Das irritiert mich so ein bisschen. Aha. Mangiare. Mitnehmen. Zack. Working Boots. Schmutz. Ah, okay. Da oben gehen wir jetzt hin. Leute, Leute von heute, meine lieben Leute und Mitleute, da oben gehen wir jetzt hin. Nachdem wir uns hier noch ein bisschen umgeguckt haben. Wir gucken uns jetzt hier ein bisschen um und dann gehen wir da zu dem Kap, zu dem, da geht der Weg hoch, zu dem großen Kapuff da hinten gehen wir dann hin. Putins Palace. Das spielt doch in Russland, oder? Das ist wahrscheinlich Putins Shack da hinten, ey. Okay. So. Metal Sheet. Das ist hier zum Beispiel. Metal Sheet's great if you need to do some serious billing. Das ist zum Beispiel, da frage ich mich jetzt halt zum Beispiel, wenn ich jetzt die Tür hier, ich muss das mal ganz kurz auschecken. Ich will das jetzt mal ganz kurz probieren. Kann ich das jetzt zum Beispiel hier? Kann ich das jetzt zum Beispiel hier an die Tür dran machen? Funktioniert das? Ja, natürlich funktioniert es nicht. Naja, gut. Ich frag mich halt, ich muss das mal ergoogeln. P-Code. Heavy wool coat. Looks classy while keeping the wearer warm. Aber meine Jacke, die ist noch fresher. Ich muss echt mal gucken, wie man sich hier irgendwie so einen sicheren Bunker bauen kann. Ja, dass man, ich habe das schon gesehen. Ich habe das schon gesehen von Leuten, die haben an ihren Häusern, die haben die Tür zu ihrem Haus verbarrikadiert und haben das abgesichert mit einem Zahlenschloss. Das habe ich schon gesehen. Es muss ja irgendwie funktionieren. Wenn es die anderen können, dann kann ich es auch. Ja. So, hier geht jetzt nichts mehr. Okay, wo ist da oben? Wollen wir hin? Alles klar. Da scheint wahrscheinlich auch nicht mehr so viel zu gehen. Das heißt, wir gehen jetzt direkt in die Richtung. Jetzt fängt es an zu regnen. Nee, 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 nee. Das ist jetzt... Nee, 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 nee. Scheiße, Regen ist scheiße. Regen ist scheiße, weil es macht unsere Klamotten nass. Okay, Damp ist jetzt nicht schlimm. Okay, so, das ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um das Video zu beenden, weil ich muss jetzt hier drinnen warten, bis es aufhört zu regnen, weil Regen ist scheiße, Regen macht unsere Klamotten nass, wenn unsere Klamotten nass sind, frieren wir, wenn wir frieren, erkälten wir uns, wenn wir uns erkälten, verlieren wir Energie, wenn wir Energie verlieren, scheißen wir in die Hose, wenn wir die Hose geschissen haben, sind wir tot. So, also heißt, ich warte jetzt hier drinnen in dem kleinen Kapuff hier, bis der Regen aufhört. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute. Wir sehen uns im nächsten Video und wie schon gesagt, checkt mal die Videobeschreibung aus. Da seht, findet ihr den Link zu meinem Twitch. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mir folgt, ja. Und wir sehen uns im nächsten Video und ich bin raus. Peace!